Hi zusammen, long time no see. War ein bisschen was los und ich dachte, wir steigen am besten mit Neuankömmlingen ein, was der Weihnachtsmann so gebracht hat und so. Ich dachte, das ist vielleicht auch ein bisschen spannend. Alle sagen immer, oh, ich bin bestimmt die Letzte, die jetzt die ihre Weihnachtsgeschenke zeigt. Keine Sorge, ich bin wahrscheinlich die Letzte. Und wir fangen mit einer Sache an, die ist was nicht Kosmetisches, über die ich mich aber auch tierisch gefreut habe. Und zwar habe ich von meinem besten Freund ein Shirt geschenkt bekommen. Ist das cool? Ist genau das Richtige für mich. Ist halt so ein Trägerhemd, ne, mit hier hinten so. Ich habe keine Ahnung, wo er das her hat. Irgendwo aus den Weiten des Internets. Und ja, grün steht mir ja auch sehr gut. Super, super Ding gewesen. Also da war ich echt platt. Und dann hatte er noch gesagt, dass ich mir noch was wünschen soll. Also er wollte eigentlich eine Liste haben von Sachen, die man halt so bestellen kann. Und dann hatte ich ihm halt eine Liste rübergeschoben mit ein paar Sachen. Und auf der... Jetzt habe ich hier irgendwie ein Katzenhaar. Danke, Yumi. Und auf der Liste war unter anderem noch die hier. Ich bestelle ja nichts im Internet, weil das ist einfach nicht meins. Und die hier fand ich aber so schön. Die habe ich bei Jules schon immer gesehen. Und Mamako hat die jetzt letztens auch nochmal gezeigt. Und ich bin so froh, dass ich die habe. Das ist die Galaxy Chic Palette von BH Cosmetics mit 18 gebackenen Lidschatten. Und das sind echt Schönheiten. Also, natürlich tue ich mich ein bisschen mit den ganz hellen Blautönen schwer, weil die mir meistens nicht so gut stehen, wie ich finde. Puh, Gott, die ist schon ganz staubig. Habe ich damit gemacht? Aber benutzt, ne? Und die löst bei einem also auch wirklich aus, dass man sich ärgert, dass man nur zwei Augen hat, die man täglich schminken kann. Und die löst auch bei mir aus, dass ich überlege, ob ich zwei Augen nicht einfach unterschiedlich schminken kann, einfach um so viele wie möglich davon zu benutzen. Die Pigmentierung ist ein absoluter Kracher. Ich swatch euch jetzt mal Aphrodite. Das ist der hier, dieser dunkle Rotton. Dann nehmen wir noch mal Eclipse und dann nehmen wir noch mal einen meiner Lieblinge, Moon. So, jetzt habe ich die hier auf dem Finger. Das sind wie gesagt gebackene. Und dann swatche ich euch die hier mal auf meinem Handrücken. So. Also Moon sieht jetzt hier ein bisschen hell aus, aber das ist so ein. Es hat einen lila Einschlag mit Blauschimmer und das kann ich zum Glück sehr gut tragen aufgrund des lila Einschlages. Und ja, Eclipse. Ist in der Mitte und darunter ist halt, was habe ich gesagt? Aphrodite. Huch, na, das lege ich mal lieber beiseite. Lag da ein bisschen unsicher. Ja, also das ist immer noch an meinen Fingern dran und das ist jetzt auf meiner Hand. Also ihr seht, die sind unglaublich gut pigmentiert, die Qualität ist super. Preislich liegt die, glaube ich, ungefähr mit Versand bei 20 €. Ich weiß es aber nicht genau. Wie gesagt, ich habe sie jetzt zu Weihnachten bekommen. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Wie gesagt, ist auch ganz viel in Benutzung und man kann damit ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Keiner von denen ist matt, natürlich. Das sind, ich glaube, matte gebackene. Also so richtig matte gibt es gar nicht. Das liegt wahrscheinlich am Verfahren, ich habe keine Ahnung. Ja, das waren schon mal ziemliche Kracher zum Anfang. Und dann, womit machen wir denn mal weiter? Wir machen weiter mit den Sachen, die ich bei meinen Eltern bekommen habe. Auch schon Katzenhaare drauf. Einmal. Gott, da sind wirklich Katzenhaare drauf. Jumi, hast du da drauf gepennt oder was? Naja. Von Rituals einmal dieses Set mit diesen etwas kleineren Größen. Und zwar ist es das True Happiness Smile and the World Smiles Back. Da ist eine Bodycreme drin, Body Scrub, das ist der hier. Ein Duschöl, wie man sieht, ich habe das wieder in die Packung reingetan. Ich hatte das nämlich schon in der Dusche stehen, benutze das total gern. Und ein Showergel. Das sind hier von Rituals diese berühmten, die man ja auch aus sämtlichen anderen Videos kennt. Ja. Riecht sehr gut, riecht auch sehr sommerlich und ich finde, das macht auch wach.
Also es ist eigentlich fast ein bisschen zu süß, um wach zu machen, aber ich, ja, da habe ich mich auch gefreut. Dann, achso, wieso ist denn das da in der Tüte? Na, kann ich mal kurz zeigen. Ich habe Kopfhörer bekommen für einen MP3-Player, den ich auch bekommen habe. Die Kopfhörer sind hier aber nicht mehr drin, sehen ganz normal aus. Ich hatte nämlich tatsächlich keinen MP3-Player. Ich bin ohne MP3-Player durch die Welt gelaufen. Dann, genau, jetzt kommen das Parfum von Soap & Glory. Das habe ich ja schon. Und jetzt benutze ich es also wirklich exzessiver als vorher, denn ich habe ja jetzt eine Reserve. Und wenn man die Soap & Glory Gerüche kennt und man blind an diesem Parfum schnuppert, weiß man sofort, von welcher Firma das ist. Also das riecht sowas von 1A danach. Das ist echt toll. Also mag ich auch sehr gern. Und dann bleiben wir mal kurz bei Soap & Glory. Da habe ich dann nämlich noch einmal Butter Yourself. Das ist eine Körperbutter mit Katzenhaaren dran. Mein Gott. Also ehrlich. Mit exfolierenden AHA-Säuren. AHA-Säuren. Orangenwasser, Shea-Butter, Pfefferminzöl und flüssigem Feigenkonzentrat. Ja. Sieht so aus, ich habe da auch schon ganz gut reingelangt. Gehört eher zu den fruchtigen Gerüchen von Soap & Glory. Ja. Körperbutter renne ich ja eh durch wie durch nichts Gutes. Also das ist, die wird bei mir wahrscheinlich nicht so lange leben, fürchte ich. Und noch ein Peeling, passend dazu, das Pulp Friction. Und das ist eins der ergiebigsten Peelings, was ich jemals benutzt habe. Also die Peeling-Körnchen-Dichte in dem Zeug ist der Hammer. Also ich nehme irgendwie so eine Walnussgröße und das reicht locker für meinen Torso. Also bei mir ist es so. Und man kann damit auch wirklich richtig ordentlich schrubben. Und ich habe leider keine Ahnung, ob da, ob die Körnchen aus Plastik sind. Das habe ich natürlich nie nachgeguckt, weil ich es ja auch zu Weihnachten einfach bekommen habe. Und ich werde das auch auf jeden Fall auch brauchen. Normalerweise versuche ich da ja ein bisschen drauf zu achten. Aber ja, und das riecht halt auch eher, das gehört halt auch eher zu der fruchtigen Richtung von Soap & Glory. Ja, ziemlich, ziemlich cool. So, dann womit machen wir denn jetzt mal weiter? Ich habe von meiner Astrid natürlich auch ein Päckchen bekommen, ein Geschenkpäckchen. Und ja, da war, oh Gott, das ist so viel. Sag mal, Yumi, hast du dich auf die Sachen vorher raufgelegt oder warum habe ich hier gerade so viel Freude mit? Ist ja unglaublich. In Wien gibt es so ein Profi-Make-up-Laden mit Kriolan und Ben Nye und dem ganzen Kram. Und da hat sie mir nochmal, das sind so leere Puderdöschen. Davon hat sie mir nochmal eins mitgebracht, weil die ganz toll sind, um sich aus diesem großen Ben Nye Puderkanister, den ich hier habe, was abzufüllen und das mitzunehmen. Oder einfach um zu sagen, hier komm, willst du das mal ausprobieren? Dann gibt man das den Leuten halt mit. Also das geht immer sehr gut mit diesen Teilchen. Und was ich immer mache, ich klebe die Hälfte von diesen Sachen hier mit Tesafilm ab, weil sonst einfach zu viel rauskommt. Aber die sind sau praktisch und die gibt es halt irgendwie auch nur da. Oder man bestellt sie im Internet, was ich nicht tue. Dann war da noch bei eine kleine Größe von der Benefit It's Potent Eye Cream. Dieses Tiegelchen allein, ne? Ich könnte das essen. Die benutze ich auch schon die ganze Zeit, finde die auch ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was die Full-Size kostet. Würde ich mir, glaube ich, riecht nach nix, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die Full-Size würde ich mir auch nicht kaufen, aber dieses Tiegelchen, was ich gerade runtergeworfen habe. Wo ist es hin? Komm her. Ja. Super entzückend. Super entzückend. So, was haben wir hier denn noch? Dann haben wir hier Colors Couleur Nature Eyeliner von Yves Rocher, ein Eyeliner. Der ist in... Ah, okay, das ist... Ich swatch euch den mal kurz. Der ist schwarz und hat aber so ganz feine Glitzerpartikel in Silber. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das erkennen könnt. Wahrscheinlich nicht. Aber so super, super feine Glitzerpartikel sind da drin. Ja. Auch schön. Habe ich noch nicht benutzt. Ich habe die ganzen Sachen auch die ganze Zeit in dieser Kiste gelassen, damit ich... Also irgendwas wird wandern gegangen sein, garantiert, weil ich sie halt auch schon die ganze Zeit benutzt habe. Aber ja,
Ich habe es halt versucht, an einem Ort zu halten, sozusagen. Dann habe ich hier bei mir oben ja keinen Müller. Und deswegen hat sie mir den Cake Aligner von Catrice, den ich so gerne haben wollte, den hat sie mir einmal mitgebracht. Den habe ich auch schon benutzt, wie man hier oben an der Ecke sehen kann. Mit einem Pinsel, der noch Schimmerpartikelreste hatte. Super, gut gemacht. Schlaue Lu, ja. Ja, und ich kann mit so Cake-Eyelinern am besten umgehen. Also ich rühre ja auch von Wet n Wild die Lidschatten immer mit dem P2 Fixing Spray an, wenn ich mir mal einen Lidstrich ziehe. Damit kann ich irgendwie am besten umgehen. Also Gel-Eyeliner benutze ich tatsächlich hauptsächlich für die Wasserlinie. Ja, aber der ist auch ziemlich cool. Dann hat sie mir von Kiko 101 Punk Baby Pink Creme-Lidschatten mitgebracht. Die Color-Shock-Dinger sind das. Kennt man ja auch. Hat Jules, glaube ich, auch den Burschen hier. Und den mache ich jetzt nicht auf. Ich habe davon nämlich noch einen, auch in Benutzung. Und deswegen lasse ich den auf jeden Fall erstmal zu. Und werde den anderen ganz viel benutzen oder einer Freundin weitergeben, damit ich den benutzen kann. Also mal gucken, wie wir das machen. Katzenhaare. Mein Gott. So. Hatten wir hier noch was von Kiko? Ja. Und zwar die Nummer 218 Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow. Und zwar ist das diese Schönheit hier. Die kennt man ja auch. Und das ist er jetzt nicht, aber es ist natürlich völlig mein Beuteschema. Er ist wunderschön. Ach, hallo, guck mal. Hallo, Nachbarn. Ja, der ist echt wunderschön. Ich swatche ihn euch auch nochmal. Nass habe ich ihn noch nicht benutzt, aber auf jeden Fall schon mal trocken. Und da ist der halt auch schon echt eine Wucht. Das ist der Bursche. Oh, dieser Goldschimmer, ne? Geht dir die Buchs auf? So. Machen wir den gleich weg, ja. So. Weiter geht's im lustigen Swatchfest. Dann war da noch bei der More Brows Model Co. Ja, das ist ein Augenbrauengel. Der war, meine ich, bei ihr in der Douglas oder Glossy Box drin. Ich weiß nicht genau. Viel zu hell für, weil sie ja dunkle Braun hat. Und für mich ist das aber genau richtig. Das ist so ein Mini-Bürstchen. Und benutze ich total gerne. Und das ist bisher das Augenbrauengel, was bei mir am besten die Brauen, also die Härchen, an Ort und Stelle hält. Der Rest macht gerne mal Quatsch. Aber das hier hält auf jeden Fall richtig gut. Falls ihr das zu Hause habt und das bisher noch nicht angerührt habt. Es gibt ja viele Boxenabonnenten unter euch. Und ja. Ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Ich bin das Reden nicht mehr so gewöhnt vor der Kamera. Ich glaube, ich bin ein bisschen hektisch. Aber ich denke mal, da kommen wir schon wieder rein. So, dann war in der Kiste noch eins meiner Lieblingsduschgels von Lush. Das Happy Hippie. Liebe ich total. Das ist dieser Pink Grapefruit. Ja. Hair and Body Gel ist es sogar. Oh, das riecht so gut. Das riecht so richtig nach Sommer, darauf freue ich mich auch schon. Dann war da noch drin von The Body Shop die Vanille-Körperbutter. Die habe ich noch nicht benutzt, wie man sieht. Und auf die freue ich mich auch schon richtig, denn dieser Geruch und die Body Shop Körperbutter erfährt ja auch auf YouTube viel Liebe und ich denke, die wird mir sehr gut gefallen. So, dann, das zeige ich euch mal, so wie ich das abgefüllt habe. Und zwar hat sie mir von Urban Decay, von der Primer Potion, eine Probe geschenkt. Das ist jetzt die leere Verpackung, denn ich habe hier so einen kleinen Turm und ich habe mir die hier reingefüllt. Da sind zwei Proben drin, weil ich von Nivis auch schon mal eine bekommen hatte. Und ich habe die jetzt einfach beide aufgemacht und da reingetan. Und also die Urban Decay Primer Potion ist schon anderer Schnack. Also bei mir ist es so, ich liebe ja die Rival de Loop Young Lidschattenbasis. Ich benutze die auch ganz viel. Aber es gibt so ein, zwei Sachen, die damit nicht so hundertprozentig funktionieren. Wenn ich zum Beispiel von dem NYX Milk Stift zu viel erwische, dann kann die kleine Rival de Loop Young das nicht komplett halten. Also dann fängt es schon mal an zu creasen, wenn ich mich da vertan habe.
Und witzigerweise creasen bei mir Wet n' Wild Lidschatten gerne mal. Wenn ich die mit der, also es ist auch egal, welche Base ich da bisher benutzt habe, also auch die von Art Deco. Das hat nicht so richtig gehalten und mit der Urban Decay hält echt alles. Also es ist echt krank. Und ich bin, also es wäre mir lieber gewesen, so blöd das klingen mag, wenn die einfach nur genauso gut gewesen wäre. Aber jetzt habe ich ja erstmal was davon. So, was in den unteren beiden ist, erzähle ich später. Oder kann ich das eigentlich jetzt schon machen? Nee, erstmal nochmal was anderes. Und zwar war dann auch noch dabei das Coral Me Maybe. Damals, also vor Weihnachten, war ja noch nicht klar, dass die jetzt auch ins, in die kleinere Catrice-Theke kommen. Und deswegen hat sie mir den mitgebracht. Das ist dieser tolle Korallton mit Goldschimmer. Den swatche ich euch auch mal. Wobei ich nicht weiß, ob man da jetzt so viel sehen wird. Doch, ach klar. Der ist auch ganz zart und so ein bisschen seidig schimmernd. Ja, keine Ahnung, ob man das jetzt... Da ist der Finger dazu. Ja, auch richtig schön. Das ist auch so ein orange Alltagsrouge. Also das kann ich immer tragen. Das passt auch zu nahezu allen Looks, die ich mir jemals schminken könnte. Also... Der wird leiden unter meiner Liebe. So, genau, und dann, Trommelwirbel, sehen wir hier 5 Concrete Minerallidschatten. Concrete hatte ich euch ja schon mal gezeigt, das war diese Zombie Girl Collection, die ich zum Geburtstag bekommen hatte. Und ja. Ziel ist es, sämtliche Concrete-Lidschatten zu besitzen, weil sie einfach nur hervorragend sind. Und das watchen wir uns jetzt mal durch. Wir beginnen... Entschuldigung, ich muss die hier mal so kurz aufreihen. Wir beginnen mit Mad Hatter. Minerallidschatten. Das heißt schimmernd. Und wenn mir jetzt diese kleinen Plastikdinger wieder so viel Ärger machen, raste ich aus. So, das ging ja noch einigermaßen. So, und jetzt. Ich habe das Gefühl, als ob ich mit Gewürzstreuern umgehe. Oh ja, Baby. Das ist Mad Hatter. Ein dunkles Lila mit grünem, mit wirklich, das sind grüne Schimmerpartikel. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ich versuche das mal ein bisschen zu verwischen. Vielleicht erkennt ihr das dann. So, vielleicht. Super schön. Also auch sehr intensiv und lila trage ich ja auch gerne. Es ist auch eher ein etwas, naja, wenn man das so sagen kann, ein bisschen dreckigeres Lila. So, jetzt muss man hier diese Dingsies da wieder an ihren Platz. Ach komm, scheiß drauf. So, das war Mad Hatter. Finger sauber machen. Ich habe die Feuchte hier auch zum Glück liegen. Ich fürchte, mit einem werde ich heute definitiv nicht auskommen. Dann bleiben wir mal bei den Minerallidschatten und nehmen jetzt Blitzkrieg. Das ist der neutralste Ton von den Jungs, den ich geschenkt bekommen habe. Oh ja, das Plastikteilchen hat auch schon ordentlich gelitten. Den, da habe ich auch schon oft reingelangt. So, komm her. Kriege ich dich jetzt geswatcht? Mit der Menge. Oh ja. Sie sind so ergiebig. Das ist Blitzkrieg. Ein wunderschönes Gold. Nicht zu gelblich. Und also, oh, und diese Verblendbarkeit von den Jungs, ne? Hm. Ach, wunderschön. Das ist... Oh, jetzt... Ich habe eine Vision. Ich glaube, dass Svenny und ihr bester Freund gleich zur Tür reinkommen werden. Dann wird es kurz laut. Mal gucken. Jetzt geht ihnen die Puste aus, weil wir so weit oben wohnen. Na, mal gucken. So, bis dahin stelle ich euch noch Smut vor. Auch einer von den Mineraljungs, also auch schimmernd. Auch wieder so ein lila Ton. Schön. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da... Oh Gott, der ist so schön. Der ist dunkelgrau-lila im Unterton und hat aber einen Schimmer. Wie
lila Schimmer. Ich weiß nicht, ich glaube am Finger sieht man es ein bisschen besser. Der ist echt super hübsch. Ja, hier, ich habe da eine Tageslichtlampe liegen, damit ihr die Farben ein bisschen besser sehen könnt. Ich hoffe, das Konzept funktioniert. Denn es ist zwar mitten am Tag, ich habe heute frei, yay. Aber es ist halt Januar, ne? Das Licht spielt halt nicht so richtig mit. So, das war Smut. Und man kann die übrigens auch, was ich an den Verpackungen so gut finde, könnt euch die so in die Schublade stellen. Das geht wunderbar. Und von den Mineralidschatten Hearts. Hearts ist ein Rotton. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, bei Instagram heiße ich Unfugrundfunk, also wirklich ganz normal zusammengeschrieben, ohne irgendwelche Unterbalken oder irgendwie so ein Scheiß. Ja. Da habe ich auch schon ganz viele Looks mit den Lidschatten gepostet. Auch mit schlechtem Licht, so wie jetzt auch, aber da kann man sich ja auch dran gewöhnen. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen. Ich gerade ein bisschen sparsam. So, das ist ein Rot mit einem pinken Schimmer. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. So sieht da ein Finger aus. Super geil. Also rote Lidschatten sind ja tatsächlich nicht so ohne weiteres aufzutreiben. Und da hat Concrete echt den Nagel auf den Kopf getroffen, wie ich finde. Also wer tendenziell im Internet bestellen mag, der sollte sich Concrete echt mal angucken. Also die sind nicht so teuer, ist halt eine Indie-Marke. Ohne Tierversuche, ohne alles. Sehr nettes Personal, also das, was Astrid halt bisher so berichtet hat, ist super nett. Und ja, müsst euch die echt mal angucken. Also ich bin da echt begeistert von bisher. Und dann haben wir hier einen Pro Matte Eyeshadow. Seht ihr, der hat auch ein anderes Deckelchen. Das ist Risk. Auch ein Rotton. Wie man sieht, habe ich da auch schon ordentlich drin rumgerührt im Deckel. So. Ja, kommt sich immer so ein bisschen vor, als würde man gleich Tequila trinken. Oh ja, also das ist echt Wahnsinn. Das ist Risk. Ein matter, wunderschöner, gut zu verblendender Rotton. Bisschen pinkiger als Harz, dafür halt ohne Schimmer. Super, super cool. Und ich liebe Rottöne am Auge. Ich trage ja auch Orange und alles Mögliche. Und ja, das sind also definitiv... Also Risk und Harz sind... ganz, ganz große Lieblinge von mir. Und die halt auch mit diesen ganzen Kupfergeschichten und mit Gold und oh, herrlich, das kann man so schön kombinieren. Und dadurch, dass es lose Lidschatten sind, kann man die ja auch mischen. Also man kann sie sich vorher ins Deckelchen tun und wenn man sich denkt, ja gut, ich hätte jetzt gerne Risk, aber mit dem Goldschimmer, ja, dann tut man da halt ein bisschen Blitzkrieg rein. Geht super. So, jetzt tun wir die mal wieder zurück in ihr Tütchen. Ich scheine mich übrigens getäuscht zu haben, was Svenny und Besuch angeht. So, und jetzt waren da nämlich noch ab einer Bestellmenge von, ich weiß es nicht genau, packen die einem da ja auch Probeabfüllungen rein. Und das sind zwei davon. Das hier ist Storm und das hier ist Hustle, soweit ich weiß. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Ich habe die halt so, oh Gott. Na, das wird ja ein Spaß jetzt. Ach, diese Tiegelchen haben natürlich keinen Siphon. Das heißt, hier ist große Sauerei angesagt, obwohl ich echt nicht unvorsichtig bin. Aber, naja. So, dann gucken wir uns mal zuerst Storm an. Das ist ein Matte. Oh Gott, viel zu viel. Ah. Das ist wirklich so ein richtiges... Sturmwolkengrau, also der Swatch ist jetzt auch ausgiebig. Super schön. Und so eine Farbe habe ich auch noch gar nicht gehabt. Ihr seht, ich habe viel zu viel am Finger. Ich habe zu doll reingedatscht. Das ist Storm. Swatchfinger sauber machen.
Dann hoffen wir mal, dass Hassel uns nicht ganz so... Uah. Entschuldigung, ich muss hier mal eben kurz... Uah. So, drehen wir es mal wieder zu. Aber besser kann man die, finde ich, irgendwie auch nicht aufbewahren. Und in diesem Plastiktütchen mache ich sie ja auch irgendwie nicht lassen. Also da bin ich irgendwie... Ich finde immer, die brauchen zu Hause. So. Ja. Dann klopfen wir vorher einfach mal ein bisschen. Vielleicht bringt das ja bei Hassel was. Huch, nee, nicht schon wieder. Ja, Hassel sieht irgendwie nicht ganz so wild aus. Hassel ist ein Mineral, also ein Schimmernder. Mit dem hatte ich auch schon ein paar Looks gepostet. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal das, was... Oh ja, das, was im Deckel hängt. Gott, auch wieder viel zu viel. Ich bin sehr großzügig mit meinen Swatches gerade. Das ist ein Altrosa mit hohem Grauanteil und einem Goldschimmer. Super schön. Steht mir auch tatsächlich echt gut. Also ich bin sehr glücklich, wenn ich damit durch die Gegend laufe. Ja. Und wie gesagt, also das waren jetzt ein paar Krümel und also die sind so ergiebig. Das ist der absolute Wahnsinn. Also auch gerade wenn ihr so viel bestellt, dass ihr Abfüllungen damit reinkommt, also so Probeabfüllungen. Also die Farbe braucht ihr wahrscheinlich dann nicht mehr kaufen. Sondern die sind einfach nur eine Demonstration, wie durchgängig gut die Qualität von den Jungs einfach ist. Also, so, jetzt ist auch gleich Zeit für ein neues Tuch. Ja, genau jetzt. Oh, das ist mein letztes. Kurzes aufgebraucht. Gesichtsreinigungstuch von ihr Witzcracker. Ich glaube von Lidl. Die mag ich ganz gern. Die sind auch sehr, die haben sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Und damit kann man sich auch abends tatsächlich ganz gut abschminken. Bisher bin ich sehr zufrieden mit den Jungs. Ja, hallo. Hallo, Yumi. Ich drehe ein Video. Ja. Ist das jetzt schlimm? Ziemlich schlimm, sagt sie. So, ich glaube, dann wären wir mit dem, was in dem Kistchen an sich war, erstmal durch. Also, wenn ich was vergessen habe, tut mir das total leid, dann ist es auf Wanderschaft gegangen. Dann gab es eine Geschichte, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und zwar habe ich bei einer meiner absoluten Lieblings-YouTuberin, der Kanal heißt Petjas Channel, den kann ich euch eigentlich auch mal verlinken. Sie ist mittlerweile eine richtig, richtig, also eine echt von den Großen, wie ich finde. Also sie hat, glaube ich, weit über 10.000 Abonnenten mittlerweile und macht die YouTube-Videos auf Englisch. Und sie hat ein Gewinnspiel gemacht und ich habe da gewonnen. Und ich habe mich so gefreut, denn sie hat Make-up-Geek-Sachen verlost. Und da ranzukommen ist für jemanden, der nicht im Internet bestellt, ja praktisch unmöglich. Und ich habe 4 Sachen gewonnen und die möchte ich euch auch jetzt gerne zeigen. Weil da auch ein, zwei echte Klassiker bei sind. Und ich habe überlegt, ob ich die Vorstellung auf Englisch mache, damit Petja sich das vielleicht auch angucken kann, wenn sie es denn tut. Das weiß ich ja nicht so genau. Ich kann ja einfach mal auf Englisch Danke sagen, oder? Das irritiert euch jetzt nicht. Aber wehe, einer lacht über mein Englisch. Ja, dann sage ich das jetzt einfach mal. Hi, Petja. So, as I promised, I would show the products of Makeup Geek you sent to me and I would present them in English, as I said. Yes, my English is not the best and you probably will hear that I don't talk English that often. But I will do my very best. So let's start with the pigment, and this is Vegas Lights. As you can see, this beautiful coppery shade. And the problem with the Makeup Geek pigments is that they don't have a lid, a normal lid of course, but not this little one in the middle. So, I have to be extra careful. This is what you can't do so many looks with that. So, I'm gonna show you Vegas Lights. This one. And it's perfect. At least for me. I would wear this all over. And I think with the pigmentation you could do this all over. It's so beautiful. And you can even wear it as a liner. It's absolutely perfect as a liner. And now I will close this baby and hope nothing will get spilled.
spilled all over me. Yes, it worked. Perfect. So, next shade I would like to show you is Simply Marlena. It's the pink eyeshadow in the refill. So, you get this paper thingy. It comes with. And, whoa, I have to be extra careful. And my cat! What do you want to tell us? Is it that bad? Yes, it is. So, this is Simply Marlena. And it's an absolutely adorable pink, as I will show you now. It's so vibrant. And what's, I think it's very funny because if you touch eyeshadows and they feel hard, you wouldn't think they would have such a good pigmentation. But I think the makeup geek ones, they are hard to the touch. But if you look at this, it's absolutely amazing. So colorful. Whoa. And I think the refills of the little ones are, I think, it's $6 or $7. It's very affordable, and Marlena really did a great job on these, and they get so much love on YouTube, and I think it's absolutely right. So the next one is one of the shades that is most talked about, because I think everybody wants to know which is the perfect black, the blackest black of the black. And there is the one by Sugar Pill, there's the one by Saucebox, and there is Makeup Geek Incorrupt. And as well as the pink shade, it's very, very hard to the touch, I think it feels, but it's insane. It's like a black hole on my ring finger. The light is eaten by this color. It's amazing. And I will swatch it and then look at my finger. It's still completely black. And now I got a hole in my hand. super rich. And I think this will last till the end of my life by daily use. And I don't have, wow, I want to pack this up properly. And it's perfect as a liner too. And I wasn't brave enough till today to use it as a regular eyeshadow because I'm so afraid of this pigmentation. So next color is, it's a blush compact, and it's in Head Over Heels, and it's this very, very light pinky shade, as you can see, and it's shimmery. And the blushes, I only know this one, but I think they are all the same. They are extremely silky. You wouldn't expect the eyeshadows to be that silky, but they aren't. But this blush, it feels like you want to cuddle it, you know? Yeah. Kitty cat. So, and for the color, the shade is very light, but it's extremely pigmented as well, and I also wore it already as an eyeshadow. Super pretty. And I think the blushes are very affordable too. So, this is all the Makeup Geek prettiness on my left hand. And thank you again for making me one of the winners. And yes. Und ich danke dem Rest für die Geduld, mich kurz auf Englisch zu ertragen. Ich habe das, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, dass ich denke, dass Petja sich das anguckt, aber sie ist so nett und ich habe halt auch schon mal ab und zu mit ihr geschrieben und ich werde ihr einfach sagen, ab der und der Minute kannst du dir das angucken, wie ich mich über die Jungs freue. Ach, das war ein bisschen aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das erste Mal Englisch in der Öffentlichkeit, also auf YouTube. Ich weiß, dass es nicht perfekt ist, aber reicht ja, wenn ich awesome bin, ne? So, ein zweiter Gewinn. Das war, also der Dezember war der Monat der Gewinne. Ich habe noch nie was bei YouTube sonst gewonnen. Also nicht so richtig. Obwohl doch. Ich habe mal
so ein Pulverkajal bei Sehnebeauty gewonnen. Stimmt. Ich habe auf Instagram bei Diana 03. Oh, jetzt nicht hauen. 0380. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Diana halt, ne? Die meisten kennen sie auch, diese blauen Augen, die einen einfach nur umhauen. Und diese Wangenknochen. Ja, vielleicht möchte ich sie auch einfach nur mit einer Kirsche auf dem Kopf essen. Vielleicht ist es das auch, ja. Sie hat auf Instagram eine Verlosung gemacht mit zwei Astor-Produkten. Und zwar ist es einmal der Eyeshadow und Liner Waterproof Perfect Stay. In schwarz mit Glitzer. Ist hier 730 Glitter Black. Ist das? Und ich swatch euch den mal. Es sind silberne Glitzerpartikel. So sieht der Bursche aus. Richtig schön schwarz. Also man hat auch noch ein bisschen Zeit, den auszublenden. Ich mache das hier auch mal ganz kurz. Und dann wird das so eine Art dunkelgraue Base mit Glitzer. Ich habe ihn jetzt noch nicht über das ganze Auge verteilt getragen, aber der ist sehr, sehr weich und sehr, sehr glitzerig. Ich denke mal, am besten mit einer vernünftigen Lidschattenbase. Also vielleicht probiere ich das mal mit der Primer Potion aus. Denn die hat bis jetzt echt alles gehalten. Das ist ganz, ganz krass. Yumi, die Welt geht gar nicht unter. Außerdem hast du gerade Breckis gefressen. So schlimm kann es nicht sein. Nee, sag doch nichts mehr. Und als nächstes haben wir den Soft Sensation Moisturizing Lipstick 501 Full of Red. Und ich habe das mal gegoogelt. Das ist farblich, nicht vom Finish oder so, aber farblich ist das ein Dupe zum Russian Red. Jetzt muss der Kratzbaum leiden. Der ist ganz weich und ganz butterig und riecht wie die Lippenstifte von vor 20 Jahren. Also nicht, als wäre er 20 Jahre alt, aber so eine ganz klassische Lippenstift-Kosmetik-Parfümierung. Echt lecker. Also ich mag das. Das ist die Farbe. Und wir sehen gut zusammen aus. Wir sehen echt verdammt gut zusammen aus. Es gab auch bei Instagram schon ein Bild mit uns beiden. Ja. Ja, ja, ja. Nochmal vielen Dank, Diana. Und die Leute, die sie auch gucken, die wissen, was ich meine mit, man möchte sie manchmal einfach mal essen. So. Oh, dann habe ich noch was vergessen. Und zwar habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen die Urban Decay Perversion Mascara mit Primer. Und da habe ich mich richtig gefreut. Das sind die beiden, also das ist so eine, also der Lash Primer ist so eine Testgröße, sage ich mal. Ungefähr so. Das ist eine ganz, also überhaupt nicht mit der von Essence zu vergleichen, denn das hier ist so eine silikonige Base. Also es ist ein ganz witziges, ganz abgefahrenes Verfahren irgendwie. Also funktioniert wirklich anders. Und die beiden arbeiten super gut zusammen. Hier sind 12 Milliliter drin, 6 Monate nach dem Öffnen, bis 6 Monate nach dem Öffnen haltbar. Die Verpackung ist super schwer und ist, glaube ich, auch wirklich aus Metall. Und, oder zumindest beschichtet. Das ist das Bürstchen. Erinnert mich ein bisschen an die Bürste von der Isle of Extreme Mascara von Essence. Ist auch echt groß, also wenn man das so, sich mal so anguckt. Und das Lustige an diesem Bürstchen ist, das ist total flauschig. Also ich weiß nicht, wenn man sich beim Tuschen mal mit der Bürste gegens Auge haut, was ich ständig tue. Es gibt welche, das tut echt weh, weil die echt pieken. Und die hier, da tut das nicht weh, weil die so weich ist. Also die kuschelt richtig mit den Wimpern. Und das ist die schwärzeste Mascara, die ich jemals ausprobiert habe. Aber ich habe sie halt noch nicht super im Langzeittest gehabt, aber die ersten Ergebnisse mit ihr sind echt gut. Ganz bisschen eindicken kann sie vielleicht noch. Ihr wisst ja, wie das mit Mascara manchmal ist. Und dann ist die echt nice. Also wirklich, wirklich fein. Und jetzt kriege ich noch einen Schluck Tee. Und ich dachte, ich schmeiß hier einfach auch gleich mit ins Video, weil ich das vorhin gerade bei Rossmann abgeholt habe. Sie waren so nett, es mir zurückzulegen. Ein Hoch auf die Rossmann-Mitarbeiterin bei uns hier in Kiel. Ich habe mir 4 Teile aus der Rococo LE von Catrice besorgt. Und unbedingt haben wollte ich das Pinke Rouge in 1002 Madame de Pincadour. Ich hatte ein Jahr Französisch auf der Schule. Ne? Also man berücksichtige das, wenn ich hier versuche, französische Namen auszusprechen, die zudem ja auch noch Kunstbegriffe sind, also künstlich erschaffene Begriffe, denn Pinkadour weiß ich nicht, ob es den Namen wirklich gibt. Das ist das Rouge. Ich habe vorhin auch schon reingedatscht.
Und ich kann verstehen, dass man sich davon ein Sammlungsding hinlegen möchte, denn diese Prägung ist wirklich super, super schön. Hier sieht man auch schon, dass er nicht matt ist, sondern so einen Seidenschimmer hat. Und die Pigmentierung von dem Burschen ist vollkommen ausreichend, aber nicht super knallig. Also sich damit zu overblushen, das geht natürlich, aber es passiert nicht so schnell. Das ist also kein Vergleich zu den Glamazona-Dingern. Das sind ja Lidschatten gewesen. Nee, also mit dem bin ich auch echt zufrieden. Es ist ein schöner Pinkton, der wird mir auch stehen. Dann habe ich, hoppala, den habe ich jetzt in einer Schicht mal schnell auf die Nägel gehauen. Und habe mir da auch schon Macken reingehauen, wie ich sehe. 1001 von diesem Matte Nail Lacquers. 1001, L'ombre à Sanssouci, also der Schatten von Sanssouci. Das ist das Grau, so sieht das aus bei mir auf den Nägeln. Meine Nägel sind noch nicht schön, ich mache im Moment diese Mikrozellenkur und hoffe, dass das was bringt. Meinem Daumennagel hat es jetzt letztens wieder zerrissen, man sieht das. Ja, aber wie gesagt, ich habe ihn halt auch nur einmal kurz raufgehauen, damit ihr euch den angucken könnt. Das ist so semi-mattes Finish, würde ich sagen. Und jetzt kommt das, was mir am wichtigsten war, die beiden Lippenstifte. Ich wollte sie alle beide haben. 1001 Apricoco und 1002 Madame de Pincadour. Der hier heißt halt wie das Rouge auch. Und ist so ein, also ist ein matter. Und seht ihr das, dass das so ein Alltagspink ist? Also zumindest für mich, es ist matt. Es ist jetzt nicht langweilig oder so, aber das ist, finde ich, ein sehr, sehr erwachsenes Pink. Ich hatte den vorhin schon auch schon mal drauf. Ich hätte ihn euch auch getragen, gerne gezeigt. Aber meine, wie gesagt, das ist ja ein Matter. Und meine Lippen sind so, also die fisseln und sind trocken. Und ich kann euch da keinen matten Lippenstift drauf zeigen. Das geht leider nicht. Ja. Und das hier ist einer der schönsten Peach-Lippenstifte, die ich jemals in meinen Händen hatte. Der deckt gut. Der ist matt. Also mattes Peach habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Und wenn ich den trage, sieht das fast aus, als ob ich einen Nude-Lippenstift tragen würde. Also so wie Nude-Lippenstifte an anderen Leuten aussehen, so sieht Apricoco an mir aus. Und das ist auch... Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das sieht so vernünftig und erwachsen und gesetzt aus an mir. Kann man sich jetzt nicht so vorstellen, ich weiß. Aber ja, die beiden wollte ich haben. 3,5 Gramm jeweils, 24 Monate nach dem Öffnen. Und kommen aus Italien. Hoppla. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Die haben so hübsche weiße Ornamente noch auf dem Weiß. Also ich fand die von der Verpackung her auch einfach so schön und so besonders, dass ich die einfach auch sammlungstechnischen Gründen auch einfach haben wollte. Und jetzt gefallen mir die Farben auch noch so gut und die Textur und alles. Für mich stimmt an diesen Lippenstiften einfach alles. Außer, dass ich eine trockene Schnute habe und sie euch leider nur auf dem Handrücken zeigen kann. So. Das waren die Neuankömmlinge, das waren meine Weihnachtsgeschenke, die, ich denke, für euch interessant sind. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen bekommen, aber das hat einfach mit Kosmetik und so weiter einfach überhaupt nichts zu tun. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video und bis bald. Tschüss!